In diesem Video werden wir eine Formel herleiten, um bei einer Binomialverteilung die Wahrscheinlichkeit für K-Treffer zu berechnen. Das heißt, wir suchen nach einer Formel, um BNP von K zu bestimmen. Dazu gucken wir uns ein Baumdiagramm bzw. einen Abschnitt davon. Und zwar haben wir mit einer Wahrscheinlichkeit von P einen Treffer bzw. von 1 minus P eine Niete. In der nächsten Ebene haben wir mit der Wahrscheinlichkeit P einen Treffer bzw. 1 minus P eine Niete. Und hier auch mit der Wahrscheinlichkeit P einen Treffer bzw. 1 minus P eine Niete. Wenn wir K mal einen Treffer gelangen, bedeutet das, dass wir in diesem Baumdiagramm K mal nach links abgebogen sind und entlang diesen Pfades K mal die Wahrscheinlichkeit P mit sich selbst multipliziert haben. Das bedeutet, dass wir ein P hoch K dabei haben. Die restlichen Male sind wir nach rechts abgebogen. Das passiert mit der Wahrscheinlichkeit von 1 minus P. Und wir sind insgesamt N minus K mal nach rechts abgebogen. Das wäre jetzt ein Pfad, der uns interessiert. Und wir wissen aus dem Binomialkoeffizienten die Pfade der Form, dass wir k mal nach links abbiegen und n minus k mal nach rechts abbiegen, entspricht dem Binomialkoeffizienten. Das bedeutet, dass wir diese Wahrscheinlichkeit noch mit n über k multiplizieren müssen. Und damit hätten wir schon unsere gesuchte Formel. Jetzt gucken wir uns noch zwei Beispiele an. Beispiel 1. Die Länge der Bernoulli-Kette soll 5 betragen, die Trefferwahrscheinlichkeit soll bei 0,3 liegen und Anzahl der Treffer, die uns interessiert, soll auch 3 betragen, also B5 0,3 von 3. Das ist nichts anderes als 5 über 3 mal 0,3 hoch 3 mal 1 minus 0,3 hoch 2. Das ist nichts anderes als 5 über 3 mal 0,3 hoch 3 mal 0,7 zum Quadrat. Der Binomialkoeffizient 5 über 3 wird mit 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 geteilt durch 3 mal 2 mal 1 mal 2 mal 1 berechnet. 0,3 hoch 3 ist 0,027 und 0,7 zum Quadrat ist 0,49. Wenn man alles ausmultipliziert, bekommt man die Wahrscheinlichkeit von 0,1323. Das ist also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir bei einem Bernoulli-Experiment, das wir fünfmal wiederholen und die Trefferwahrscheinlichkeit bei 0,3 liegt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir 3 Treffer dabei haben, liegt bei 0,1323. Und noch ein Beispiel. Jetzt nehmen wir eine Verteilung mit der Länge 6 und der Trefferwahrscheinlichkeit von 0,4, also B6 0,4. Und jetzt wollen wir wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dabei, 2 Treffer zu bekommen. Das ist 6 über 2 mal 0,4 zum Quadrat mal 1 minus 0,4 hoch 6 minus 2, das heißt 6 über 2 mal 0,4 zum Quadrat mal 0,6 hoch 4.
Und das ist 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 geteilt durch 2 mal 1 und 4 mal 3 mal 2 mal 1 mal 0,4 zum Quadrat mal 0,6 hoch 4. Und wenn man das ausmultipliziert, bekommt man 0,31104. Das ist also die Wahrscheinlichkeit dafür, bei einer Bernoulli-Kette der Länge 6 und der Trefferwahrscheinlichkeit von 0,4 zwei Treffer zu gelangen.